Wir sind Nathalie und Moritz und mit unseren beiden Kindern reisen wir seit 2019 in unserem Wohnmobil durch Europa. Abonniert uns, um jeden Montag Teil unserer Abenteuer zu werden. Wir sind noch immer in der Region Murcia, haben aber einen neuen Stellplatz. Westlich von Cartagena liegt La Azoya. Hier stehen wir zusammen mit unseren Freunden auf einem Parkplatz, wo es für Wohnmobile möglich ist zu parken. La Azoya und das benachbarte Dorf Isla Plana gehören schon seit langem zu den traditionellen Orten für einen Sommerurlaub. Hier findet man breite Sandstrände und eine tolle Aussicht auf die umringenden Berge. La Azoya hat außerdem noch einen Verteidigungsturm aus dem 16. Jahrhundert zu bieten und ist seit jeher ein beliebter Ort für den Thunfischfang. Wir freuen uns, die Umgebung zu erkunden und sind gespannt, wo uns die Wanderwege hinführen werden. Am nächsten Tag sind wir motiviert und brechen gleich am Morgen auf. Entlang der Uferpromenade reihen sich die Palmen aneinander. Die Aussicht ist herrlich und die Kinder klettern zwischen den Stämmen hindurch. Wir haben heute das erste Mal seit Tagen wieder freien Himmel, die Sonne scheint und wir gehen heute wandern. Wir sind von unserem Stellplatz aus jetzt ein Stückchen gelaufen und wollen dann hoch in die Berge über den Kamm und wieder zurück. Das Angenehme an Spanien ist ja, dass hier an jeder Ecke ein Spielplatz ist. Also den Kindern wird nicht langweilig, allerdings kommen wir auch noch ganz, ganz langsam voran. Nachdem wir die Punta de la Azoya hinter uns gelassen haben, wird die Küste zusehends steiler. Der Ort ist ideal für den Aktivurlauber oder den Ruhesuchenden. Denn Strände wie Cala Quebrada oder Cala Abierta erreicht man nur über das Meer oder durch die Ramblas. Unsere Wanderung ist 8 Kilometer lang und hat ca. 350 Höhenmeter. Für uns als Familie ideal. So, der halbe Weg bergauf ist schon geschafft. 150, 160 Höhenmeter haben wir noch vor uns. Und die sind ganz schön steil. Deswegen darf der Jonas jetzt mal auf meinem Rücken sitzen. Besser da oben, oder? Ja. Ja. Und im Runter nimmst du mich dann auf den Rücken.
Nein. Nein? Schaffe ich nicht. Ah, okay. Aber sehr wunderschön. Sehr wunderschön. Was gefällt dir hier am besten? Die Blumen. Die Blumen? Mhm. Was gefällt dir am besten? Die Aussicht aufs Meer. Auch schön, oder? Ja. Da unten zwischen all den Häusern steht unser Wohnmobil. Und wir sind jetzt den ganzen Weg hier nach oben gelaufen, außen rum und stehen jetzt, ja, stehen wir am Gipfel. Ja. Und hier ist nichts. Also hier in die Richtung kein einziges Haus, kein Mensch. Nichts als Ruhe und Natur. Und ja, das ist genau das, was wir bislang immer vermisst haben. Und ich glaube, langsam wird man warm mit Spanien. Der Aufstieg ist steil und für Jonas teilweise ganz schön anstrengend. Doch Schritt für Schritt wird die Aussicht irgendwie immer besser. Am heutigen Tag ist alles perfekt. Die Sonne scheint, die Blumen blühen, der Duft von Rosmarin und Thymian liegt in der Luft und alle haben Spaß an der Wanderung. Wir sind hier mal wieder an einem offiziellen Stellplatz und füllen das Wasser kurz auf und gehen mal alle schön warm duschen. Das letzte Mal, glaube ich, war vor 3-4 Monaten, Ende Januar, dass wir so richtig heiß lange geduscht haben. Und ja, deswegen wird es jetzt mal Zeit. Ich fülle noch das Wasser auf mit dem Einfilter und dann geht's in die Dusche. Ich habe hier immer verschiedene Aufsätze dabei, weil je nachdem, wo wir unterwegs sind, gibt es einen 1 Zoll, einen 1,5 Zoll oder einen 2 Zoll Anschluss. Und jetzt müssen wir gerade mal schauen, was es hier ist. Aber hier ist ja schon der passende Adapter drauf. Das heißt, ich muss nur noch anstecken. Wäre jetzt aber ein 2 Zoll Gewinde. Das heißt, ja, müsste ich den anderen dafür nehmen. Hier kann ich einfach anstecken. Dann hier an den Filter und das wird dann einfach angemacht und ins... Oh, hast du den Blitz gesehen? Der ist voll von der einen Seite auf die andere drüber gegangen. Frisch geduscht und mit gefülltem Wassertank sind wir nun am neuen Stellplatz angekommen. Bei Cañada de Galeco gibt es einen offiziellen Stellplatz. Die Bucht nennt sich Schlangenbucht und bietet eine tolle Kulisse. Wir glauben, unser Aufenthalt könnte hier länger dauern. Morgen. Kinder schlafen noch, deshalb sind wir ganz leise. Aber wir gehen jetzt.
jetzt raus und zeigen euch, warum wir es so lieben, hier im Moorweg zu wohnen. Was wir so sehr am Leben im Wohnmobil lieben, ist das Leben mit der Natur. Die Jahreszeiten intensiv zu spüren, die Kälte und die Wärme, und so langsam kommt nun der Duft von Sommer. Wenn wir morgens die Tür aufmachen, haben wir einen wunderschönen Garten vor unserer Haustür und können die aufgehende Sonne beobachten. Am Abend schlafen wir mit dem Rauschen der Wellen ein. Ein Leben so nah an der Natur ist für uns wahres Glück. Wollten wir einen schönen, leckeren Orangensaft trinken, aber da sind voll die Würmer drin. Sieht man das? Sollen wir hinzeigen? Hier, da, das da. Das, ja. Also er wurde ausgepresst und danach sind die Würmer noch drin. Ist das eklig. Ich hab schon einen Schluck getrunken. Oh, da kriecht der Wurm schon wieder. Also wir haben jetzt nochmal eine ausgepresst. Und in der ersten Pressung war auch gleich wieder so ein Wurm drin. Wow, die sind alle wurmbefallen. Da sagt noch einer, die Spanier spritzen ihr Gemüse oder ihr Obst und Gemüse. Das waren Bio-Orangen. Ja. So. Wir sind fast startklar. Moritz hat heute seine neue Lieblingsfarbe an. Perfekt abgestimmtes Outfit. Sogar die Unterhose hat die Farbe, oder? Das ist so fies, was du da machst. Ich kann mich jetzt einfach in den Busch verstecken und du siehst mich nicht mehr. Ja. Ranger. Da kommt die Bäckerfrau! Jeden Donnerstag kommt Bärbel hier am Stellplatz vorbei. Eine deutsche Auswanderin, die uns den Tag mit Kuchen und leckerem Brot versüßt. Gleich danach geht's wieder los auf Erkundungstour. Das Wetter ist zurzeit herrlich perfekt für Ausflüge. Bei 25 Grad und Sonnenschein kann man es Ende April hier an der spanischen Mittelmeerküste gut aushalten. Es ist noch nicht so heiß wie in den Sommermonaten, deshalb teilweise noch zu kalt für den Badeurlaub, doch ideal für Wanderungen. Wir gehen einen Rundweg entlang der Felsen. Eine schöne Aussicht, bizarre Felsformationen und das Meer in strahlendem Blau immer wieder in Sichtweite.
Wir sind jetzt fertig mit unserem kleinen Rundgang und wir sind direkt von unserem Stellplatz. Das ist hier in Murcia, in Mazaron an der Schlangenbucht. Da darf man stehen für 5 Euro am Tag. Und es ist ein offizieller Stellplatz und da lassen wir es uns jetzt gut gehen und bleiben auch noch ein bisschen, weil wir haben noch ein paar Geburtstage hier zu feiern. Auf jeden Fall zurück zu unserer Wanderung. Wir sind hier so einen kleinen Rundweg gegangen und das ist echt wunderschön. Und irgendwie, also wir sind jetzt am Ende, aber ich bin sehr zufrieden und glücklich und irgendwie sehr bestätigt in dem, was wir tun mit unseren Kindern, weil die beide so unglaublich aufgeschlossen und sind und alles entdecken und alles nachfragen, Gesteinsarten erkunden und wirklich interessiert sind, wie ist das alles entstanden. Und ja, ich glaube, wir machen es richtig, oder Moritz? Ich glaube auch. Ja, ist echt schön mit anzuschauen, wie die zwei immer größer werden und immer mehr lernen, entdecken und interessiert sind an allem, was wir tun. Am Stellplatz ist auch schon ein Labor aufgebaut und ich glaube, da wollen sie jetzt gleich noch die Gesteinsarten untersuchen, nachdem heute Vormittag die Ameisen untersucht worden sind. Heute Morgen haben sie Ameisen genau unter dem Mikroskop angeschaut und welche verschiedenen Arten hier unterwegs sind. Also es macht richtig Spaß, den beiden zuzuschauen. So, jetzt ab zum Wohnmobil. Ja. Es gibt Kuchen. Jetzt haben wir vergessen, den Kuchen zu filmen. Der war so lecker, ist schon weg. Es wird mal wieder Zeit für Lagerfeuer. Unser erstes hier in Spanien. Die Männer haben einen Baum angeschleppt, der nun zerkleinert werden muss. Die Kinder packen mit an, sodass wir kurze Zeit später bestes Feuerholz haben. Wir bauen eine Feuerstelle, machen Feuer und backen Stockbrot. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Somit unterstützt ihr uns und unsere Arbeit. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, abonniert unseren Kanal.